Es ist mal wieder Zeit für einen neuen IKEA-Hack. Ich habe dieses Kallax-Regal hier bei meiner Familie zu Hause entdeckt. Und ich finde, das sieht total langweilig aus und deswegen soll das jetzt ein komplettes Makeover bekommen. Für den ersten Schritt schraube ich jetzt erstmal hier diese Deckplatte wieder ab. Und dieses Mittelteil hier, das kommt auch raus. Und diese beiden Dübel hier, die müssen natürlich auch raus. So, und jetzt kommt diese Platte, diese Deckplatte hier einfach wieder rauf und wir schrauben das Ganze einfach wieder zu. So, next step. Ich habe mir eine Erweiterung geholt, mit der man dem Kallax nämlich eine neue Aufteilung geben kann. Teil der Erweiterung sind diese Seitenwände und die schraube ich jetzt erst einmal ein. So, und jetzt habe ich hier diese vier Regalnöppel, die ich da jetzt in diese Seitenwände reinstecken kann. Zack. So, das Regal soll außerdem eine neue Front bekommen. Und da habe ich gerade mal mit so ein paar Pappresten, die ich noch hatte, so ein bisschen rum experimentiert. Und das soll hier in diese Richtung gehen mit solchen Rundungen. Und das Ganze werde ich jetzt hier auf so eine Spanplatte einfach mal aufzeichnen. Damit das wirklich ganz genau wird, habe ich mir jetzt das Regal einfach auf die Platte gelegt und kann jetzt die Innenkanten mit dem Bleistift anzeichnen. Und jetzt sollen hier noch die Bögen rein. Dafür nehme ich einen ganz normalen Zirkel und ziehe mir einen Kreis, beziehungsweise den Teil von einem Kreis. Bevor ich jetzt mit dem Sägen loslege, noch eine Info zu dem Einsatz. Der ist nämlich aus dem neu eröffneten Kallax-Shop von New Swedish Design. Denn meine IKEA-Hacks, die werden ja manchmal so ein bisschen krumm und schief leider. Und deswegen finde ich das super cool, dass es bei New Swedish Design solche passgenauen und vor allem auch hochwertigen Erweiterungen gibt. Denn ich habe aus dem Kallax-Shop zum Beispiel auch diese Holzplatte und diese Holzfüße, die sind eben beide aus Massivholz und in Europa produziert. Und falls ihr jetzt kein Kallax-Regal zu Hause habt, dann vielleicht ja irgendwelche anderen alten IKEA-Möbel, denn es gibt von New Swedish Design auch diverse Untermarken mit verschiedenen Erweiterungen, um euren alten Möbeln ein neues Leben einzuhauchen. Zum Beispiel den Cura Love Shop, da gibt es Erweiterungen fürs Cura-Bett. Und dann gibt es noch den Schweden Baby Shop mit Wickelauflagen und den Hokea Shop mit passenden Holzplatten für eure IKEA-Möbel. So, jetzt wird gesägt, aber damit ich hier diesen inneren Bereich überhaupt erstmal sägen kann und da rankomme, bohre ich mir jetzt hier erstmal ein Loch. So, die Front ist jetzt fertig ausgesägt. Wir wollen das Kallax-Regal aber noch farbig gestalten. Und damit die Farbe auf solchen beschichteten IKEA-Möbeln oder eben glatten Oberflächen gut hält, müssen wir zuerst die Oberfläche anschleifen und anschließend grundieren. So, die Grundierung ist getrocknet. Ich habe dafür hier diesen Regalboden nochmal rausgenommen, weil das einfacher ist. Und die Front habe ich übrigens auch grundiert und was ich euch noch gar nicht gezeigt hatte, ich habe noch eine zweite MDF-Platte besorgt, in der gleichen Größe wie die Front. Das wird nämlich die Rückwand, die habe ich natürlich auch grundiert und jetzt geht es an die finale Farbe. Ich habe das MDF auch grundiert, damit es am Ende alles den gleichen Grünton hat. So, die grüne Farbe ist jetzt getrocknet. Da sind jetzt zwei Schichten drauf, damit es schön deckt. Und jetzt muss natürlich nur noch alles zusammengefügt werden. Und da fange ich jetzt mit diesen Holzfüßen an. So, jetzt schraube ich das hier erstmal alles zusammen. Hier haben wir den Fuß. Dann haben wir diese Platte. Hier rum, so rum. Und dann wird das hier einfach festgeschraubt. Und jetzt wird das hier vorne mit Montagekleber angeklebt. So, und auf die gleiche Weise klebe ich jetzt hier auf die Rückwand an. So, jetzt fehlt noch die Deckplatte. Und da wird mit dieser Holzplatte mitgeliefert dieses Set mit vier kleinen Gummistoppern.
Die werde ich jetzt hier nämlich erstmal draufkleben, denn damit wird verhindert, dass die Platte wegrutscht. Man kann sie natürlich auch mit Montagekleber auch wieder wirklich komplett festkleben, aber ich probiere es erstmal so aus. Ausgerichtet und fertig ist unser IKEA-Heck. Übrigens, falls ihr das nachmachen wollt, es gibt aktuell im Kallak-Shop bei jeder Bestellung über 30 Euro eine sehr schöne Boho-Kissenhülle gratis dazu. Einfach den Code BOHO23 eingeben. Die ganz genauen Bedingungen findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat der IKEA-Hack gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder sehr auf euer Feedback und würde sagen, bis zum nächsten Mal.